Das Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Der Krieg in der Ukraine ist das beherrschende Thema des viertägigen Treffens. Russland wurde wegen des Krieges von den Organisatoren in diesem Jahr von der Teilnahme ausgeschlossen. Dafür haben die Delegierten der Ukraine das russische Haus in Davos, das normalerweise von der russischen Delegation genutzt wird, in das russische Kriegsverbrechenhaus umgewandelt, um für ihre Sache zu werben. In einer Ausstellung prangern sie die mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen an. Die russische Propaganda hat lange Zeit sehr gut funktioniert. Die russische Diplomatie hat sehr gut funktioniert. Putin und andere haben gesagt, dass es in der Ukraine viele Nazis gibt, dass die Situation in der Ukraine sehr schwierig ist. Aber das stimmt nicht. In Davos werden bis Donnerstag rund 50 Staats- und Regierungschefs sowie 2500 Delegierte aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft erwartet. Zuletzt hatte das Weltwirtschaftsforum vor Ort in Davos im Januar 2020 und damit vor Ausbruch der weltweiten Corona-Pandemie stattgefunden.